tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja! Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Ja. Bin sicher. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangelweit. Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Heute sagt das jeder. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Aber ein Titel. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist... Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du... Wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Oh, ein Vogel! Ja, stimmt. Ja. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch, er... scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Aber schaut der Vogel geradeaus, so in die Richtung, oder schaut er seitlich in die Richtung? Nochmal, einfach in die Richtung. Da! Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Guyenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyenne nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Danke! Das heißt riechen. Oh, er blickt auf das Haus da. Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Ja, da ist noch einer.
Willst du zum Fruchtbarkeitstempel? Komm, hoch mit dir. Mit deiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja! Guten Tag! Hallo! Hallo! Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Mann. Hela. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten! Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Was war los? In die Richtung muss ich ja wieder runter. Man kann sie ewig sprinten, aber da hat sie wirklich genug. Der Kleine auch. Da ist ein Baum. Schmeißt er den? Was geht hier vor sich? Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus. Das ist fast... peinlich. Naja, überraschend. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sieg Vogel! Sind wir eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Silber an alle Antiken. Mal sehen. Da, der Vogel. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Oh ja, ne? Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt.
Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Kletter hoch. Alles klar. Ein bisschen Uncharted-Feeling. Seht, da ist ein Haus in den Zähnen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Das sind Ratten. Sehr interessant. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider wahr, Sophia. In Gayen jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Ziemlich leer. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Fenster zu. So reinschließen. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Eng. Was wohl dort oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort legt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Oh. Wegen des Messers. Okay. Was haben wir denn hier?
finde ich so viel, weil wahrscheinlich bald wieder ein Kampf kommt. Mal sehen, was sich machen lässt. Dann mal an die Arbeit. Ein bisschen mehr. Wir sind fast oben. Na dann los. Oh, hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Komm näher. Nette Aussicht. Jetzt kannst du dich wie ein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner, wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. Go! Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Gehen wir runter. Aha. Weiter zum Turm. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Er rennt immer weg. Ausdauer hat der Kleine schon genug. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lass uns zusammen mächtig und groß sein. Puh, es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Für die Ruhe, Hugo! Ist gut, ich gebe auf. Für die Ruhe! Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen!
als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Igor. Ich werde mich rächen. Du bist vielleicht verratet. Red. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amis hier. Ha, keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Ja, wir sind schon geladen eigentlich. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt, so ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane, ja. Vielleicht ist sie in dem Haus. Ja, das kommt von dort. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Anzünden. Ja. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Wand. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Er ist so lustig. Nicht immer, aber... Schnell, schnell. Meistens. Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut, Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja, los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Danke für die Opfergaben.
Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald... Komm, hoch mit dir. Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Ich will das nicht aufmachen. Mit dem Messer geht es besser. Mit dem Messer geht nichts. Vorne. Kletter hoch. Sehen oder ist das so lieb oder eher nicht? Hier geht's runter. Alles klar. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir Vorsicht! Wie kommen wir durchs Bitte Tor? Keine Soldaten. Ach, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. War wohl doch nichts. Echt heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Na ja. Nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dort ist es schattiger und ich könnte endlich mal die Prozession sehen. Da oben. Was? Da war doch was. Mal nachsehen. Das ist gar nichts. Da haben wir es gesehen. Okay, jetzt weiß ich, dass da oben nichts ist. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas. Was zur? Nichts. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Hey. Rauch? Wo kommt der her? Viel zu einfach. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Na gut. Gerade was bewegt? Mal nachsehen. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Gut, dann an die Arbeit. Noch immer. Zwei. Genau zwei Stück. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Ah, nein! Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Vigo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Ein blödes Ende gewesen. Oh, all diese Blumen. Die müssen für ihre Zeremonie sein.
Waffen für die Soldaten. Ich spüre die Ratten nicht. Soldaten, die Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! So hart. Was ein großer Hunger. Weg ist zu viel los, das umgehen wir ihn. Vorsicht. Abschauen. Scheißkerle. Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Werden sie nicht. Dafür sorgen wir. Ein Tötendorf, das ist ein bisschen blöd. Solche Geräusche. Nichts. Noch mehr. Der Graf will keine Soldaten im Heiligtum, verstanden? Kapiert. Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen. Vergessen. Was denn? Dass ich keinen killen darf. Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Hm. Was war das? Ha? Nee. Sophia, benutz dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hä? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. Ach, hier ist so vielen Leuten. Ich kann überhaupt keine Kisten aufmachen. Gut. Falscher Alarm. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Was? Ja? Seltsam. Dieser Qualm ist doch nicht klappt normal. Immer. Da kommt dieses Geräusch. Ja, jetzt kommt der Große her in die Richtung. Schon wieder? Wir haben hier wohl einen Spaßvogel. Findet ihn! Wir haben Gesellschaft. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Wir gehen jetzt ein bisschen mehr spazieren. Okay. Müsst alle herkommen. Sofort! Hier versteckt sich jemand. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Wir haben ungebetene Gäste. Sucht alles ab. Wir haben Besuch.
Was? Soll mich bitte gesehen jetzt? Die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. Große. Rennt genau da rein. Blöder Idiot. Zeitverschwendung. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Das war die, ganz sicher. Hey, komm mit hoch. Hätten die Tür auch so drücken machen, wenn sie nicht so nervös wären? Gleich da. Puh, ja, wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Und hepp. Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Hugo, sieh mal! Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Steckst du wieder an, oder? Wir müssen springen. Gut, gut. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Sie will uns ja eh oder sehen. Freunde und Kinder. Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf.
Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Also so kleine, merkwürdige Menschen. Lasst mit Kutten. Uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Ah, wir tun sich verkehren. Okay. Also wie so die Illuminaten von früher. Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Sicher nicht hey, so verkleiden wir uns? Einfach das andere Kind mitgenommen. Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los! Da ist Kinder geopfert. Wow! Abysia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihm? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Yes, knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Das? Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr, eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Genau wir. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten. Genau richtig. Die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Das sind schon auf die Fackeln, nicht der Licht, okay. So kalt. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der tote Sohn sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual.
in Abwesenheit des Lichts ertrinken. Ich sollte wirklich durchgehen. Hier ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Dem Sohn ist... Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt in den Armen seiner Tochter. Das Böse gewinnt. Muss das da irgendwas Merkwürdiges? Unser Gesang. Unser Krieg und Pest. Er träumt von erneutem Feuer. Irgendwas auf. Ich hab Angst. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Das ist wirklich so. Kommt. Feuers. Blast auf die Flammen. Oh. Der Phönix. Es ist der Phönix. Psst. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Da weiter mitmachen, wir wissen, was da passiert. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht, wir sehen alle gleich aus. Gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Das ist eine Falle. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Ein Kinderthron. Er lebte hier. Hat er sicher dasselbe? Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn? Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nein.
Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Was ist das alles? Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle! Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Was ist dein Bein? Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Guck mal. So ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Sieh an. Das sind Leute. Wichtige Leute. Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Schwerter und Speere. Wow, seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja. Sehen wir uns weiter um. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein.
darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Hoffnung. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ein Atanor. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Dieser... ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel. Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Hugo, hast du was gefunden? Dieser Tisch. Da lag er drauf. Warte, ich komme. Was haben sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bourdon... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia, wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Oh, sie ist raufgehüpft. Ich dachte, sie wurde gerade erwürgt oder so. Ah, lol. Na los, Hugo. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Also wir versuchen und Experimente mit ihm gemacht. Traumhafte Sachen. Oh. Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. So,
sagen. Vielleicht einfach nicht die Wahrheit. Vielleicht, wenn sie angeblich jetzt so nett ist. Und ihnen. Dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Das ist für schwanger und ich. So sie kind. Begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Wir sind fast da. Wir sehen uns eh nicht. Das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig, aber dann kamen die Blumen. Ja. Erzähl uns mehr davon, bitte. Der Baum, auch so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Wir sind da. Wasser. Das war... Puh. Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen, fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Das ist nur leid. Trauriges. Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Zehn. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Nee, ist gar nicht mehr so gut drauf, irgendwie. Ich hoffe, sie finden eine Heilung. Sonst wäre das echt kacke.
Aber ich spiele beim nächsten Mal weiter. In Pause. Und jetzt. Und bis zum nächsten.